Vielleicht kennst du das, wenn du in den Spiegel schaust und da guckt dich jemand an und du denkst dir, wer ist das? Okay, ich weiß, es ist mein Spiegelbild, aber dann, wer bin ich? Ja? Wer ist das, der da durch diese Augen schaut und da im Spiegelbild sichtbar wird? Wer ist das eigentlich? Ne? Ja, und daraus gibt sich eine der spannendsten Fragen, die man sich so als Mensch stellen kann, nämlich wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Und da ist es eines der nächstliegenden Dinge, die viele Menschen sagen, ist dann, wenn man sie fragt, ja, wer bist du? Ne? Da kommt sowas wie Name. Ja, ich bin Heinz Müller und ich bin Bauarbeiter und ich habe eine Familie, ich habe zwei Kinder und ich wohne in Reinickendorf oder wo auch immer. Also die ganzen Dinge, die seine Lebenssituation ausmachen. Ja? Und da stelle ich wieder die Frage, ja, kann ich das wirklich sein? Bin ich das wirklich? Bin ich eine Lebenssituation? Bin ich eine gesellschaftliche Stellung? Bin ich mein Name? Ja? Und ich denke, auch jeder Mensch stellt sich irgendwann mal diese Frage, wer bin ich? Denn es liegt wohl in der Urnatur des Menschen, sich selbst zu ergründen und diesen spirituellen Weg der Selbsterkenntnis früher oder später irgendwann mal zu gehen. Ja, ich habe mir vor ungefähr 3 Jahren gestellt diese Frage intensivst. Vorher immer so sporadisch, aber ich hatte keinen Angriffspunkt, wo ich loslegen könnte, um dieser möglichen Antwort näher zu kommen. Das begann erst so 2011, wo ich begann, den Lebeblog zu schreiben und dieses Buch hier, Dinge, die ich mit 18 gerne gewusst hätte. Und da habe ich viel über mich selbst erfahren. Ne? Und die wichtigste Sache, um dieser möglichen Antwort nach der Frage, wer bin ich, näher zu kommen, ist zu schauen, was ich nicht bin. Ne? Ich kann ja mal alles in Frage stellen, von dem ich denke, dass ich das bin. Angefangen mit meinem Namen. Angefangen mit meinem Beruf, mit meinem Können, mit meinem Wissen, mit meinem Körper. Mit meiner gesellschaftlichen Stellung, mit meinem Freundeskreis, mit meiner Jobposition, mit meinem Kontostand, mit meinem Hab und Gut, mit meinem Auto, mit meinen Dingen, die ich besitze, mit meinem Lebensstil, mit meiner Kleidung, mit meinem Aussehen, mit meiner Charaktereigenschaft, mit meiner Persönlichkeit. Bin ich das alles wirklich, von dem ich meinen könnte, dass ich es sei? Ja. Wir können da ja mal eine Ebene tiefer gehen, nämlich wenn ich irgendwie denke, dass ich etwas bin, wie zum Beispiel mein Aussehen, dann gibt es ja dazu einen Gedanken. Ne? Ich bin so, wie ich aussehe. Ich bin das. Ich bin mein Körper. Ich bin schön oder ich bin nicht so schön oder was auch immer. Dann ist das letztlich nur ein Gedanke. Und dann können wir uns die Frage stellen, ja, woher kommt denn dieser Gedanke? Was ist denn ein Gedanke? Ist das wirklich etwas Fundamentales, etwas Festes, wo wir sagen können, ja, das ist in Stein gemeißelt und das muss ich dann wohl so sein. Ja? Aber letztlich ist es doch so, dass ein Gedanke resultiert aus den Erfahrungen, die wir in unserem Leben gemacht haben. Wenn wir öfters in unserer Kindheit gehört haben, dass wir schön sind, dann denken wir einfach, dass wir schön sind. Und wenn wir öfters gehört haben, dass wir hässlich sind oder nichts können, dann denken wir, dass wir hässlich sind und nichts können. Das ist dann halt so. Das ist also abhängig von der Geschichte auch, von der Konditionierung, von dem, was wir in unserem Leben so erlebt haben. Also können wir zwei Personen nehmen. Der eine Person A, die wächst auf und ihr wird beigebracht, sie sei schön und der zweiten wird beigebracht, sie ist hässlich. Dann denkt die, sie ist schön und sie ist hässlich. Und letztlich, was ist nun wahr? Sind ja beides mal nur Menschen. Nur
Das Umfeld ist anders und die Lebensgeschichte ist anders. Die Eltern sind anders, die Schule ist anders, die Mitschüler sind anders. Alles, was dieses Kind erlebt, das ist alles anders. Und das formt die Gedanken. Das formt nachher den Gedanken, ich bin schön oder ich bin hässlich oder sonst irgendwas. Also kann ich das sein, wenn es so veränderlich ist? Ich kann ja auch in einem anderen Haushalt aufgewachsen sein. Das spielt ja gar keine Rolle, wenn das so veränderlich ist. Ich kann auch von zu Hause ausziehen und neue Erfahrungen suchen, ein neues Elternhaus suchen, was auch immer, und dann erfahre ich auf einmal ganz andere Dinge. Oder in eine andere Stadt ziehen und dann erfahre ich auch wieder ganz andere Dinge, weil die Menschen um mich herum anders sind und folglich meine Lebensgeschichte eine andere wird, einen anderen Verlauf annimmt, meine Gedanken daraus sich anders formen. Was will ich damit sagen? Gedanken sind veränderlich, veränderbar, sie beruhen auf keiner festen Essenz, sie sind nicht in Stein gemeißelt, ja, irgendwie. Wenn ich meine Gedanken verändern kann, was ich ja machen kann, dann kann ich ja nicht das sein, was ich denke. Und mit dieser essentiellen Information kannst du dich auf den Weg der Selbsterkenntnis machen und dir die Frage stellen, wer oder was bin ich? Ja, man nennt das auch spirituelle Autolyse, und dabei schreibst du alles auf oder sagst alles auf, was auch immer. Du bringst es aus dir heraus, machst es dir bewusst, was es in dir denkt, was du bist oder wer du bist, ne? Dann kannst du alles rauslassen und all diese Dinge wie ich bin mein Kontostand, ich bin wertvoll, wenn ich so und so viel Euro auf dem Konto habe, wenn ich geliebt werde, wenn bla 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 bla. Ich bin mein Freundeskreis, mein Image, meine gesellschaftliche Position, was auch immer. Und dann, wenn du diese ganzen Aufschriebe zusammengefasst hast, so, wenn du dir das alles mal bewusst gemacht hast, was es in dir denkt, was deine Lebensgeschichte ist, dann stelle dir die zweite Frage, nämlich, ist das wirklich so, ne? Kann ich das wirklich sein, wenn ich da jetzt aufgeschrieben habe, dass ich mein Körper bin, dass ich mein Aussehen bin, dass ich meine Schönheit bin, dass ich mein langer Bart bin? Ne? Ist das wirklich so, dass ich mein langer Bart bin? Hm? Ja? Und dann wirst du in dir, in deinem Körper, wirst du ein Gefühl dafür bekommen. Irgendwie so. Ja. Ja. Nee, das kann es irgendwie auch nicht sein. Das hat irgendwie zu wenig Substanz. Ne, lass diese Frage mal, ob du das dann wirklich bist, mal in dich sinken. Ne, was ist dann dieser Weg dieser spirituellen Autolyse? Diese Bewusstwerdung, wer du wirklich bist, geht darüber, dass du dir bewusst machst, was du alles nicht bist. Und das ist auch der einzige Weg, was eine Antwort auf diese Frage betrifft, wenn wir dieser Antwort näher kommen wollen. Indem wir uns alles bewusst machen, was wir in Wahrheit nicht sind. Und dazu können wir ein Gefühl entwickeln. Ein Gefühl in uns. Ja? Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich von Anfang an irgendwie ein Gefühl gehabt habe, dass ich es nicht nötig habe, viel Geld zu verdienen, um jemand zu sein. Ich war schon immer ein Mensch, der irgendwie in Bescheidenheit gelebt hat, und mich hat das irgendwie gar nicht gereizt, mich großartig anzustrengen, um großartig viel Geld zu verdienen. Da habe ich keine Erfüllung drin gesehen, das war schon von Anfang an so. Wenn ich jetzt andere Menschen sehe, die sich irgendwie abstrampeln und sich anstrengen, um viel Geld anzuhäufen, um reich zu sein, um große Autos fahren zu können, was auch immer, könnte da ja der Gedanke dahinter stehen, dass ich das bin, ne? Dass ich erst jemand bin, wenn ich einen gewissen Kontostand habe, wenn ich einen gewissen finanziellen Raum mir abgesichert habe, wenn ich gewisse materielle Güter angehäuft habe, dass ich erst dann jemand bin, ne? Wenn ich bin mein Auto, das ich fahre, und dann bin ich wertvoll, dann bin ich jemand, ja? Dann bin ich jemand, aber... Und dann kommt irgendwann mal
wenn wir uns diese Menschen ansehen, kommt, dann haben sie diese ganze Materie, dann haben sie diese ganzen materiellen Güter, Auto, Jobposition, schöne Freundin, was auch immer. Und irgendwann kommen sie dann vielleicht an den Punkt, wo sie dann irgendwie merken, wo sie alles erreicht haben und sie merken, ja, also irgendwie ist es das dann doch nicht. Irgendwie ist es, und dann kann dieses Rad wieder von vorne beginnen, dann suchen sie wieder andere Dinge im Außen, um sich selbst irgendwie zu definieren, um selbst irgendwie der Antwort näher zu kommen, wer sie denn sind. Oder sie beginnen aufzuwachen und alles zu hinterfragen. Und das ist dieser Weg der spirituellen Autolyse, in dem du einfach mal alles aus dir rauslässt und alles mal in Frage stellst, von dem du denkst, dass du das bist. Angefangen auch mit deinem Körper hier. Hier sitzt ein Körper vor der Kamera, der spricht, der bewegt seinen Mund. Und da gibt es Gedanken in meinem Kopf, die diese Wörter aus mir herauskommen lassen. Aber woher kommen wiederum diese Gedanken, die ich jetzt in dieser Sekunde, in diesem Moment sage? Woher kommen die? Ist es wirklich nur der Verstand, der da alles steuert? Oder ist der Verstand auch wieder nur ein Werkzeug, mit dem wir Gedanken abspeichern können, Gedanken empfangen können und den Körper irgendwie veranlassen können, Gedanken auszusprechen? Wer ist es also, der hinter diesen Gedanken steht? Gibt es da vielleicht noch mehr? Gibt es da vielleicht sowas wie Bewusstsein? Bewusstsein, das hier durch diese Augen, durch diesen Mund da ist, präsent ist und hier gerade in diese Kamera spricht. Und genauso ein Bewusstsein auf der anderen Seite, nämlich du, der sich das gerade ansieht, der mich sieht, sich gerade vielleicht auch selbst reflektiert und sich selbst die Frage stellt, ja, wer sitzt hier gerade vor dem Bildschirm und guckt sich dieses Video an? Wer ist das eigentlich? Ja, und mehr verrate ich jetzt nicht, denn das bringt nämlich nichts. Dann ist es nur eine mentale Erklärung, die ich dir geben kann. Aber damit hast du diesen Prozess, was das Finden der Antwort betrifft, nicht durchlaufen. Ich könnte dir jetzt sagen, was in vielen spirituellen Büchern steht, aber bringt da nichts. Damit hast du es ja selber nicht verstanden. Und deshalb möchte ich dich einfach nur auf die Reise schicken mit diesem Video und der Frage, wer bist du wirklich? Und was kannst du dabei alles hinterfragen? Bist du das, was du denkst? Oder gibt es noch mehr hinter diesen Gedanken, das dich ausmacht oder das dich nicht ausmacht? Ja, das ist die spannende Frage über dich selbst, nach dir und deinem Leben. Und wenn es dich noch interessiert, kann ich dir auch mein Buch empfehlen, Dinge, die ich mit 18 gerne gewusst hätte. Und da wirst du noch viel mehr interessante Fragen finden, die sich auf dein Leben und deine mögliche Zukunft, auf deinen Weg einfach beziehen, der inneren Selbstentfaltung und Selbsterkenntnis. Ja, wer bist du? Check it out.